Wir starten von dort, wo wir aufgehört haben und gehen uns gleich mal Na, einen. das ist so hoch, Kleine! Oh, gezielter Sturz! Sehr clever! Und runter! Abseilen. Abseilen tun wir. Yep. Das dauert nicht lange. Wie weit lassen wir uns abseilen? Fast tief genug zum Springen. Du schaffst das! Mach noch so einen Wahnsinnssprung! Juhu! Geschafft! Wir können loslegen! Das war ein Anblick, wie du von Rostrohr zu Rostrohr gesprungen bist! Es ist noch Wasser da, aber seicht genug, oder? Also dann, wo ist der Ring? Gute Frage. Tja, jetzt kann ich wenigstens schwimmen. Schnappmaul! Ein Schnappmaul! Ein sehr, sehr großes Schnappmaul! Oh yeah. Oh je, wir sind gefallen. Aber diesmal nehmen wir erstens den richtigen Weg und zweitens sollten bereit sein für den Schnappmaul-Kampf. Ich sollte ihn zuerst einmal scannen. Yep. Schauen wir mal, ob wir seine Tanks erwischen. Naja, ich glaube, da kann schon was explodieren gleich. Geht. Was schießt es da auf mich? Was ist, wenn das Schnappmaul den Ring verschluckt hat? Einfach runtergeschlungen. Das sehen wir, wenn es tot ist. Ja. Und mit Feuer stirbt es auch gleich einmal. Ich brauche das. Wow. Das gar nicht mehr. Mach mal die normalen. Meta-Attacke. Sag mir einfach, wenn es tot ist. Es ist tot. Fabelhaft. Gut. Der Ring. Vielleicht, wenn du sein Maul aufdrückst du hattest und recht. Einfach hineingreifst. Das Teil hat den Ring verschluckt. Das ist die Gildun-Intuition in Aktion. Sie lässt mich nie im Stich. Ja, manchmal ist der Weg recht umständlich, aber... Ach egal, zum Lagerraum, zur Beute! Beute! Was diese Stiege? Nee, da gibt's doch unten noch Wir was. Wir haben so viel Wasser abgelassen wie nötig, aber ob ich den Damm ganz ablassen könnte? Gehe ich jetzt ins Nichts? Wir schauen runter. Rohre, Ventile. Vielleicht kann ich das restliche Wasser hier ablassen. Das sind eine Menge Ventile. Mal sehen, was mein Fokus sagt. Mein Fokus könnte etwas finden. Okay, ich muss das Wasser richtig umleiten. Ich sag das als Mann, der sonst von komplexen Dingen fasziniert ist, aber das könnte zu schwer für mich sein. Keine Sorge, ich krieg das hin. Musik in meinen Ohren. Für jede Arbeit das richtige Werkzeug. Man sollte keine Spitzhacke zum Schrauben benutzen. Oh je, ein Puzzle, wie ich sie liebe. Okay. Nicht ganz richtig. Oh, ich kann eigentlich gleich da wieder einen Cut machen. Ja, das interessiert keinen. So, das müsste gehen. Ich sollte zurück. Nachsehen, ob das restliche Wasser weg ist. Es hat geklappt, oder? Selbstverständlich. Es gibt kein Rätsel, das du nicht enträtseln kannst. Habe ich recht? Oh. Loot. Mein Lieblingsrätsel. Ich hätte einfach alles nehmen drücken sollen, aber here we are. Oh, hier unten stinkt's. Okay, aber gute Loot vielleicht. Riechst du's? Warum nicht? Riecht wie ein Schmiedemorgen im Anrecht. Wie wär's damit? Wir könnten auf dieses Rohr klopfen und...
Können wir das samplen, oder? Klar! Zum Beispiel nach dem... Oh, sorry. Einen Moment. Also, wo wir jetzt wieder beim Thema des Vorratsraumes sind. Oh, die wollten Musik machen. Gar nicht schlecht geklungen. Wird gleich angebaut. Nächsten Instrumentalsong. Hopp, drauf hier. Hopp, er hat Vorrang. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich! Solange er sich freut, können uns wir fast geschafft! Können wir uns alle freuen. Bald halte ich wieder das Spiegelglas in meinen Händen. So wie früher mit Mutter. Warum versuche ich überhaupt zu reden? Oh, er ist schnell. Auf einmal hat er Energie, der Mann. Unglaublich. Nächstes Puzzle. Oh, ich glaube, die waren nicht so schwierig. Ich meine, das andere war auch nicht so schwierig, aber... Links. Was? Was machst du denn da mit deinen Händen, Kleine? Rumspielen. An Knöpfen und so. Oben rechts. Ah, ja, wurscht. Können wir es ganz rundherum drehen. Sesam, öffne dich. Bring uns das Spiegelglas. Ich glaub's nicht, das hat geklappt. Und ich dachte schon, du hast jetzt den Verstand verloren. Ich meine... Das war's. Wir können noch was. Zweimal zusammenspielen? Nee, Schatz. Abschiedstour. Reunion-Tour dann in 6 Monaten. Machen Bands verständigt. Für unsere treuen Fans? Kontakt zu halten ist nicht schwer, Shelly. Wir könnten im Holoraum proben. Das sagen sie immer. Ich könnte schwören, hier war einer. Gut, reparieren wir das Bedienfeld und schalten alles ab. Kontakt halten ist sehr schwer. Unmöglich. Ja. Er hat nichts gefunden. Ich kriege hier noch. Herr Metalot. Alles genommen. Was geht ab, das Junge? War keine Einbildung. Gildun? Ist alles okay? Ich war mir da so sicher. Das Spiegelglas, ich war so sicher. Es ist ein Wecker. Genau da im Fenster war es. Hm. Natürlich. Eine Täuschung, Fenster. Überhaupt nichts. Tut mir leid, Gildun. Es hat dir wohl viel bedeutet. Ach, ja. Genauso viel wie jedes Artefakt der Alten mir bedeutet. Ist gut, na, schon gut. Außerdem, was ist Beute im Vergleich zum Abenteuer? Darum machen wir es, Kleine. Abenteuer, nicht die Scherben. Und was für ein Abenteuer. Oh, bei der großen Schmiede, ich werde es nie vergessen. Also dann, ich glaube, wir haben Reparaturen vor uns. Ja, yep. Er ist enttäuscht. Oh. Oh, fetter Jump. Komischer Jump. Und Reparaturen. Ja, er ruiniert es doch wieder. Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Na, dass es geklappt hat. Bei der Schmiede! Du bist unglaublich! Oh. Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja. Ich hab sowas schon ein, zweimal gehört. Oh, sie ist bescheiden. Meisterin der Künste der Alten, Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt, und sie ist bescheiden. Ah! Ich hab das nicht allein gemacht, Gildun. Nein. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht? Und den Menschen von Sanges Grund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger.
Jeder Beteiligte sollte die Geschichte erzählen. Kommst du mit und hilfst mir, ja? Überlaufbecken leer. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Das Wetter ist mir doch auch ausgetrocknet. Ich sehe es mir mal an. Direkt noch ein Abenteuer? Du bist mutiger als ich, aber das überrascht mich nicht. Schrei es mir doch sofort ins Ohr. Oh. Was? Sind wir hier fertig? Wie komme ich zur Hauptkarte? Runter. Runter. Ganz unten gibt es nichts mehr. Hoch. Geh mal raus. Oh. Das ist die richtige Richtung. Oh, ich wäre fast wieder verreckt im Wasser. Kannst du abrupfen. Guter Fangen. Weniger Wasser, aber was ist das? Es kommt von flussabwärts. Okay, wir werden wieder runterrennen. Jetzt mal schnell speichern, bevor wir wieder... Der steht einfach auf mein Feuer. Ach, sollte ich gar nicht, wurscht. Gespeichert und dann geritten. Was der Gundor Gindo wahrscheinlich auch vorhatte. Oh, da war was, wurscht. Ignoriert die kleinen Sammelobjekte. Sind wieder nur Audioaufnahmen, die dir ins Ohr schreien. Oder Konzertgeschichten erzählen, halbvolle. Werden wieder runterreiten. Ich wollte schon sagen, er wird gleich eine sexuelle Belästigungsanzeige von ihr bekommen. Das Geräusch wird lauter. Händler. Wir gehen shoppen. Was haben wir? Können wir uns nicht leisten? Karte, ja, nix da. Und weiterreiten. Die Heilung ganz wichtig zurzeit. Da wir noch nicht eingekämpft sind. Definitiv aus dieser Ruine. Ich kann es genau fühlen. Okay, was? Da haben wir wieder so ein Ding unten. Wo sind meine Rassler? Weiter Feuerpfeile. So, und was haben wir da noch? Wir werden ihm seine restlichen Sachen runterschießen. Und da haben wir da gleich mal zu Tode wahrscheinlich. Der hat gesessen. Aber diesmal nicht. Normaler Pfeil wird es zu Ende bringen. Mist. Hui. Und noch extra Fallschaden. Was haben wir hier unten? Gute Loot. Oh, nur Krokodilteile. Mods brauchen wir keine mitnehmen. Ja, den Rest nehmen wir mit. Oh, schaffe ich es raus. Da brauche ich jetzt nicht glitschen. Interessant. Gehen wir besser runterrutschen. Hört sich wie ein Fight Club an. Ach, okay, warum nicht? Ach, Wasser. Das ist ein Audiolog. Live aus dem weltberühmten Überlaufbeck-Studio. Was sage ich? Ich meine, sehr gute Musik.
Oh, Sass. Da ist ja wer von denen. Ein beeindruckender Klang. Ich bin Aloy. Ich habe nur das Wasser des Damms im Norden gesenkt. Das Wasser kam vom Graufang? Und du hast es aufgehalten? Dann bin ich dir zu Dank verpflichtet. Ich bin Laulei, die Trommlerin hier. Im Lautloch, genau wie mein Vater und seine Mutter vor ihm. Doch vor kurzem stieg der Fluss und flutete das Becken. Ich dachte an einen Fluch. Das heilige Instrument war verloren. Nicht ganz ein Fluch. Nur ein Osaram-Tolpatsch. Mhm. Ich glaube, ich sah ihn vor kurzem in Sangesgrund. Redet viel und hält seine Stimme für Musik? Genau der. Yep. Dann widme dich mal wieder deiner Musik. Ja. Nach dieser Flut freue ich mich, wieder spielen zu können. Aber bitte, nimm dies. Ich stehe wirklich in deiner Schuld. Der Ort bedeutet mir viel. Und meiner Familie. Was haben wir bekommen? Ein Instrument? Eine Gitarre? Das ist doch eine echte Trommel hier, oder? Warum benutzt sie nicht die echte Trommel? Ah. Blauglanz haben wir bekommen. Das brauchen wir, glaube ich, für Stuff. Okay. Ich schätze, wir werden wieder rausklettern, wenn ich den Weg finde. Und uns von ihren schönen Trommeln führen lassen. Nein, sie hat aufgehört. Da geht's weiter. Die mittrommeln. Sehr schön, wunderschön. Komm schon, Eloy. Was ist im Tunnel? So, welche Mission? Nehmen wir das Lagerfeuer mit. Nehmen wir das Lagerfeuer mit. 100 Meter, das wird gerannt. Vielleicht finden wir Heilung. Reinholz, nee. Heilung, sehr gut. Ich höre sie immer noch trommeln. Ha. Mal schnell speichern und schauen, ob noch etwas Interessantes in der Nähe ist. Unten ein Lagerfeuer, ich glaube, ja, das passt schon. Wo ist mein Reittier? Während mein eigenes Pfeifen eingeht. Wo ist es hin? Komm her, Junge. Es wird geritten. Oh, komm schon, gib Gas. Wir folgen dem Weg und geben uns weiter zum Min-Quest ab. Ich hätte den Sandra Perk nehmen sollen. Das, wo ich beim Reiten einsammle. Was haben wir hier? Das ist ein Schaf. Das war ein Schaf. Ich hör's. Okay, okay. Weiter. Richtung Messer Jump. Den Berg hinauf. Main Story nachgehen. Ja, Händler wird ignoriert diesmal. Ich glaube nicht, dass ich viel mehr Blauglanz bekommen habe, als dass ich was einkaufen kann mit dem. Landschaft schaut wieder ziemlich gut aus. Das Reiter arbeitet ziemlich hart den Berg hinauf. Mal schauen, ob es Skyrim Horse Qualifikationen hat. Fast ein Wort verschluckt. So, ja, ja. Das wird doch schon noch ein Skyrim Horse. Okay, ich glaube, hier ist Endstation. Yep. Bin ich überhaupt richtig hier? Oh, was habe ich getan? Heilende Wildgut. Ich glaube, ich bin auf die komplett falsche Seite gehupft. Hier geht's rauf, oder? Ja. Ja. Einmal rundherum gerannt um den Felsen, den wir raufklettern müssen. Okay. Das nehme ich für unterwegs mit. Das nehmen wir, ja. Haben wir hier
Schnell speichern. Meistens sterbe ich hier durch. Ich bin weit oben. Der Schamanenwart muss hier eine dieser Markierungen, von denen Naltok sprach. Jede Markierung zeigt auf die nächste. Sie weisen den Weg. Ah. Ja. Das hätte ich mir denken können. Wofür das Windspiel? Soll der Ton den Weg leiten? Vielleicht finde ich mit dem Fokus noch mehr. Und ich renne einfach den Tunnel entlang. Nicht hier lang. Aua. Hier lang. Immer nach oben. Sackgasse. Aber immerhin okay. Beute. Oh je. Und ich bin schon verloren. Ha. Oh je. Aber ist das auch eine Sackgasse dann? Das ist nicht der Ausgang, aber Ausrüstung. Wahrscheinlich habe ich irgendwo was zum Klettern übersehen. Ganz wahrscheinlich. Oh. Einfach das Windspiel übersehen. Okay, wohin? Ich noch eine Markierung. Das. Gut. Ich spüre schon, dass mir langsam die Stimme ausgeht. Das geht bei mir schnell. Okay, dann hier lang. Das hat mir jetzt nicht viel gezeigt, aber rechte Seite anscheinend. Die rechte Seite. Da haben wir ein Windspiel. Und nicht hier lange. Oh. Aber dann wohin? Oh je. Oh. Verstehe. Hoch. Immer weiter rauf natürlich. Das ist ein Bergpfad. Ich muss aufpassen. Oh wow. Fischer, wirklich. Da ist er. Kann ich da oben nicht Waffen wechseln? Anscheinend nicht. Und liegt es daran, dass ich jetzt da. Wo ist er? Hier. Ich hoffe, ich habe ihn alles runtergeschossen. Nein? Rennen wir mal weiter. Und verstecken uns dann wieder. Er ist schon mal on fire. Wow! Das ist jetzt schon viel zu close quarters.
Okay, wir sind runtergerollt. Vielleicht können wir sie wieder stunnen, wenn sie um die Ecke kommen. Oje, 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 oje. Stecke ich hier drin? Oh, Mist. Nicht gut. Die fallen Taktiken. Ich sollte mehr fallen legen, aber ich roll mich gerade nur in meinen Tod hinein. Wo bin ich jetzt gerade? Aber erst diese Beute. Ja, es wird gerade sehr nicht vernichtet. Sehr schön. Hat nichts gemacht, fast. Der Kampf geht überhaupt nicht gut gerade. Weitere Fallen. Weitere Fallen. Weitere Fallen. Oh, was haben wir hier noch? Das Ding, was auch immer das macht. Okay, der ist gleich am Ende. Oh, ich hasse Pischerkämpfe. Ist der andere einfach verreckt? Ich glaube. Oh, das war nicht mein bester Kampf. Ich hoffe, dass keine Close Quarters Kämpfe mehr da sind. Sollte den Journalisten geben Modus spielen. Schwierigkeit meine ich. Show the way. Don't hide the path from me. Da entlang. Ins Dunkle hinein. Okay. Da war ich doch schon. Hier hinauf. Oh, endlich rausgeschafft. Das war die Höhle. Was kommt jetzt auf dem Pfad? Bitte keine Kreischvögel oder wie die Dinger heißen. Was haben wir hier? Wie funktioniert das? Ich kann wohl erst rüber, wenn genug Wasser einläuft. Yep, der Fokus sieht die Markierungen. Muss ich das drücken? Ja. Nein. Oh, was musste ich da noch schnell tun? Hoffen wir. In meinen Tod. Wir hupfen in meinen Tod. Oh, da kriege ich einen langen Ladebildschirm. Ja, nein, der ladet dir schnell. Jetzt, wo ich es gesagt habe, hat er aufgehört. Das ist die größte Bestrafung in diesem Spiel. Zu sterben, weil man irgendwo runterhupft wie ein Idiot und dann einen Ladebildschirm durchleben muss. Einen PS4-Ladebildschirm. Oh, wirklich. In welche Richtung? Okay, doch hier. Ich hoffe, ich muss den Pirscherkampf nicht nochmal machen. Sonst renne ich einfach raus. Ich bin mir nicht sicher, was ich da jetzt tun müssen. Moment. Zurück? Was? Oh, wo habt ihr mich jetzt hingeschickt wieder? Komm schon. Ein Windspiel. Diese Gabelung erscheint mir neu. Oh je, yeah. Sie haben mich wirklich ganz zurückgeschickt. Ich muss nochmal gegen die Pirscher kämpfen.
Ich werde einfach vorbeilaufen. Ich glaube, ich weiß ja, wo es hingeht. Und riskiere es. Pirscher, ich muss aufpassen. Oh, Mist. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht. Yep. Tschüss. Tschüss, Jungs. Das war die Höhle. Was kommt jetzt auf dem Pfad? Hoffentlich nicht mein Tod wieder. Na, aktivieren wir's. Sie wird mir nichts Neues zeigen. Ja, danke, danke. Guter Wegweiser, guter Wegweiser. Gute Arbeit. Wie funktioniert das? Ich kann wohl erst rüber... Yep, der Fokus sieht die Markierungen. Okay. Ich habe einfach nur verkackt. Zeig mir den Weg. Und einmal herum. Da wird noch runtergeseilt. Okay. Ich dachte, ich falle wieder. Und das war's dann mit der Episode. Tschüss.